Hallo meine Lieben, wir begrüßen Schneidi Fanny raus. Na, wir begrüßen euch zu einem neuen Video. Genau, und zwar befinden wir uns ja in dem zukünftigen Kinder- bzw. Babyzimmer. Und wir haben ja vor kurzem oder vor längerer Zeit die Farben gekauft und wir wollten halt endlich starten. Der Christian tut da schon ein bisschen abkleben. Ich habe schon einen ganz genauen Plan, wie ich das alles haben möchte, beziehungsweise wo ich welche Farbe haben möchte. Und das werden wir jetzt halt einfach mal probieren umzusetzen. Hierbei möchte ich euch natürlich teilhaben lassen. Das haben sie auch ganz viel gewünscht, dass ich sehr die Videos mag. Und ich bin schon ganz gespannt, was ihr dazu sagt. So weit haben wir bis jetzt gekommen. Also wir haben jetzt bei der einen Seite Heubert abgeklebt. Ich möchte da oben so einen weißen Rand, deswegen ist das jetzt abgeklebt mit einem Klebeband. Und das soll jetzt eigentlich nur hinten runtergehen und unten rum und darauf. Aber wir Vollprofis, wir haben gestern, haben wir noch gesagt, wir müssen das Zeug von meinen Eltern heute halt mitnehmen, das Malerzeug, also die Pinsel und Roller und Klebeband. Was haben wir natürlich vergessen? Das ganze Zeug, und deswegen müssen wir jetzt warten, bis wir drüben waren, dann werden wir das ganze Zeug mit rübernehmen und dann geht es so richtig los. Ich kann euch jetzt schon mal die Farben zeigen, was wir gekauft haben, und so einen kleinen Überblick sagen, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Also wie dann klar war, dass wir einen kleinen Jungen kriegen, war für mich eigentlich von vornherein klar, dass ich das nicht alles so in diese Blau-Richtung machen möchte. Also ich bin irgendwie überhaupt nicht mehr der Blau-Typ. Ich war früher, bei mir war alles blau. Teppiche, Vorhänge, Wände, also bei mir war wirklich durchgehend alles blau. Und ich habe mich da einfach so abgesenkt von dieser Farbe. Und deswegen war klar, es muss so ein bisschen eine andere Farbrichtung werden. Bin dann eigentlich relativ schnell drauf gekommen, dass ich das alles so ein bisschen wärmer halten möchte, also so grau und blau, das wirkt ja doch oft recht kühl oder schnell kühl, und ich bin halt voll der Typ so beige und ich finde, das wirkt dann total warm, und viele von euch wissen ja, dass ich grün auch total gern mag, und deswegen haben wir gedacht, die Kombination beige und grün, und dann habe ich ein paar coole Fotos gesehen, wo mir richtig gut gefallen haben, und ja, deswegen habe ich mir drei Farben ausgesucht und die zeige ich euch jetzt mal. Ich muss noch mal kurz berichtigen, also natürlich habe ich die Farben nicht alleine ausgesucht. Das habe ich natürlich mit Christian zusammen gemacht. Wir sprechen das eigentlich schon immer alles gemeinsam ab, aber irgendwie rutsche ich halt dann immer in diese Ich-Form. Also das haben wir alles zusammen entschieden und ausgesucht und auch zusammen gekauft. Dann haben wir jetzt da die drei Farben, und zwar sieht man da immer so einen kleinen Punkt. Wir haben da einmal so ein helles Beige. Dann an dem Punkt sieht man ein dunkleres Beige. Und hier einmal ein Grün. Also das ist so ein bisschen Moosgrün, Olivgrün, Lindgrün, also in diese Richtung. Wir verwenden eigentlich immer, wenn wir irgendwo streichen, eine Silikatfarbe für innen, und das ist jetzt so ein Biomineral. Genau, falls das jemanden interessiert. Das Ganze soll jetzt so ausschauen, also wir werden jetzt nicht den ganzen Raum damit gestalten. Also ich habe mir das vorgestellt, dass diese Wand, die wird komplett farbig. Und zwar verwendet man dort dieses helle Beige, dass es natürlich auch nicht so dunkel wirkt, weil der Raum ja auch nicht so groß ist, und dann haben wir da auch noch einen Holzboden. Deswegen einmal da dieses helle Beige. Und dann möchte ich da verschiedene Berge zeichnen. Also das habt ihr vielleicht auch schon öfters gesehen. Also ich habe mir vorgestellt, da so ein paar Berge, ein paar höhere, und das dann da so leicht auslaufen zu lassen. Das wollte ich mir jetzt erstmal auf Papier noch ein bisschen vorzeichnen, dass ich genau weiß, wie ich die Farben anordnen möchte. Und die Berge sollen halt dann auch in alle drei Farben sein, also in grün, in dem dunkler Beige, und diese Spitzen habe ich mir vorgestellt in dem hellen Beige, so ungefähr, dass das einfach alles sich so ein bisschen widerspiegelt. Also ich habe da einfach schon so ein bisschen die Vorstellung,
in meinem Kopf und ich hoffe natürlich, wir schaffen das dann auch so umzusetzen. Also für die Berge haben wir jetzt nicht irgendwelche Schablonen oder so. Das werde ich dann einfach mit Kreppband und Klebeband machen und dann hoffe ich natürlich, dass das funktioniert. Wir sind wieder da und sind ausgerüstet mit Klebeband, Pinseln und Farbroller. Und jetzt kann es losgehen. Ich habe mir jetzt natürlich auch schon so ein bisschen Klamotten angezogen, die wo voller Farbe werden dürfen. Der Christian wird sich jetzt um diese einfarbige Wand kümmern. Und ich werde jetzt anfangen, dass ich so diese Berge mal abklebe. Und schauen wir mal, was rauskommt. Wir sind fertig. Ja, jetzt habe ich es euch leer gar nicht mehr gezeigt, weil irgendwie habe ich jetzt noch durchgesaugt und die Fenster habe ich jetzt noch geputzt und jetzt haben wir zwar noch überlegt, ob wir das Bett noch zusammenbauen, aber jetzt ist es schon relativ spät und das lassen wir jetzt einfach für heute. Da geht es dann einfach irgendwann die Tage mal weiter, wenn wir wieder Zeit haben. Aber ich wollte jetzt noch ganz kurz so das Endergebnis zeigen. Also uns gefällt es richtig gut. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Ich habe mir noch gedacht, oh, hoffentlich ist mir dieses Helle nicht zu hell, wenn wir Einkäufer waren. Aber das ist echt dunkler, wie wir gemeint haben. Und auch das Grün ist so ein bisschen dunkler. Das hätten wir uns eigentlich ein bisschen heller vorgestellt. Aber jetzt, wenn das dann ganz trocken ist, wirkt es schon gar nicht mehr so dunkel. Und auch die Wand, ich habe mir am Anfang noch gedacht, ob ich es noch einen Ticken dunkler nehme, aber Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht, weil das war dann schon zu dunkel gewesen. Also wir haben jetzt auch von allen Farben noch was übrig. Also ich habe mir dann vorgestellt, irgendwie so da das Bett oder so hin zum Tor und da hinten diese Kommode. Und ja, ansonsten muss man einfach mal schauen, wie wir es hinstellen. Das müssen wir einfach ein bisschen ausprobieren. Ansonsten wird jetzt hier nicht mehr viel passieren. Also das Streichen war jetzt so wirklich so die letzte richtige handwerkliche Arbeit. Und dann wird, wie gesagt, das Bett noch demnächst zusammengebaut. Und dann denke ich, kann ich da einfach so ein bisschen selber wieder rumwursteln. Ich bin jetzt schon froh, dass wir das Streichen geschafft haben und ich bin wirklich total happy und freue mich dann auch schon total aufs Dekorieren. Und ich habe auch schon einen Teppich eingekauft, der wo sehr, sehr gut reinpasst und habe noch so ein paar ganz genaue Vorstellungen. Ansonsten war es das jetzt mit dem
Video. Ich bin total gespannt, wie es euch gefällt und was ihr dazu sagt, ob ihr vielleicht mit was anderem gerechnet hättet. Ihr könnt es mir auch gerne mal schreiben, so, zu welchen Farben ihr tendieren würdet, wenn ihr jetzt ein Kind kriegt oder welche Farbe euer Zimmer hat oder so. Das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Da hat ja wirklich jeder einen anderen Geschmack. Das ist ja auch gut. Dann hoffe ich natürlich, seid beim nächsten Video auch wieder dabei und bis dahin eine schöne Zeit. Fett euch!